So, liebe Leute, willkommen zurück zu Far Cry 2. Beim letzten Mal habe ich eine Mission beim Waffenhändler angenommen, die ich schon recht lange vor mir hergeschoben habe, unter anderem, weil sie auch nicht wirklich notwendig ist, um voranzuschreiten. Aber ich hatte mich dann doch entschieden, die zu machen, hatte dann aber direkt keine Lust mehr, als ich gesehen habe, dass ich die jetzt erst zur Bushaltestelle muss und dann ein bisschen reisen muss. Und dann wieder über die halbe. Ja, die Viertel, was ist das? Ja, über ein Viertel der Seitenlänge der Map mit dem Auto muss. Apropos Auto. Ich sehe hier keins. Da hinten ist eins. Oder? Ich glaube, das kann man aber nicht mehr benutzen. Also geht es erstmal zu Fuß weiter. Kann doch nicht sein, dass hier kein Auto ist. Schon wieder die Abbiegung verpasst. Aber ich kenne die Strecke ja. Da werde mich gleich zwei nette Menschen erwarten, deren Gefährt ich mir leihen kann. Da muss ich zumindest nicht den ganzen Weg hier zu Fuß laufen. Im Spiel auch noch so ein bisschen fehlt, ist, dass man trinken müsste. Das wäre noch so eine zusätzliche Komponente, um das ganze Erlebnis ein bisschen anstrengender, ein bisschen nerviger zu machen. Nicht nur Malaria, sondern hat man auf einmal auch noch Durst. So, einen sehen wir schon. Da ist der andere. Das sollte doch recht schnell gehen. Sauber. Ich frage mich, ob ich die Waffen, die ich dann durch diese Mission freischalte, überhaupt einsetzen werde. Ist recht viel Explosives dabei. Ist bestimmt nett zum Rumprobieren. Aber mal schauen. So, in den Nordosten müssen wir. Das sieht gut aus. Meine Waffen gar nicht komplett mit Munition aufgefüllt. Na? Muss ja auch nicht jeden Kampf eingehen. Aber ich bleibe erstmal hier drin, während ich mir angucke, wo wir hin müssen. Da vorne haben wir eine neue Hütte, die wir freischalten können, neuen Unterschlupf. Aber ich werde mal den direkten Weg gehen. Beziehungsweise fahren. Jetzt mal bis zum Waffenhändler. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Armbrust letztes Mal ausgerüstet hatte. Aber die Armbrust ist ja prädestiniert für diese Waffenhändleraufträge, wo es immer darum geht, dass man Konvois in die Luft sprengen muss. Die habe ich aber natürlich keine Munition.
Was ein bisschen ungünstig ist. Also aufmunitionieren. So, falls unser Gewehr schon ein bisschen angestaubt ist, nehmen wir einfach mal das neue. Stimmt, die Armbrust hat das letzte Mal auch versagt. Aber die sieht eigentlich noch ganz gut aus. Da sehe ich gerade keinen Bedarf, eine neue mir aus der Kiste zu nehmen. Ach, sieh an. Tja, das hätte jetzt gar nichts gebracht. Ich dachte, dass hier vielleicht noch ein Kamerad drin wäre, den man dann, so wie ich das verstanden habe, für den Bereich aktiviert, dass man quasi noch ein extra Leben hat und von ihm gerettet wird, oder ihr? Aber da scheint gerade keiner drin zu sein. Bereit zur Rettung. Okay. Gut, aber das Auto gefällt mir auf jeden Fall ein bisschen besser. Der fährt da lang. Ich denke mal, wenn ich mich gedulde, dann wird er da die Runde machen und direkt hier wieder vorbeikommen, da unten. Natürlich die Frage, ob ich... Ja, so lange muss ich ja auch nicht warten. Na, ich nicht ab. Ja, hervorragend. So, wo verstecke ich mich denn? Das sieht doch nach einem ganz lauschigen Plätzchen aus. Da kommen sie auch schon. So, 4 Schuss habe ich. Schalte ich als erstes die Begleitfahrzeuge aus? Oder direkt den Laster? Oh, fuck. Oh. Scheiße, hätte ich die Armbrust mal doch ausgetauscht. Was soll ich denn jetzt davon halten? Ach, lustig. Der hat noch versucht, mich zu überfahren. Das hat dann aber wohl nicht so ganz geklappt. Okay, noch ein bisschen Munition einsammeln. Und dann... habe ich auch schon die nächsten Waffen freigeschaltet.
Schaue ich mir einmal an. Sieht interessant aus. Vielleicht gibt es hier irgendwas versteckt. Genau, da ist keiner zu Hause. Doch. Helft doch einer. Da, oh Gott. Habt ihr den gesehen? Was ist das denn hier für ein interessanter Ort? Tja, interessant. Einfach eine Hütte eben nirgendwo, ohne dass es hier irgendwas Interessantes zu finden gibt. Na gut, abgesehen von ein bisschen Medizin. Und einem schnellen Gefährt. Hallo. So. Dann wollen wir doch mal sehen, was du uns jetzt anzubieten hast. Ah, okay. Ist das ein Granatwerfer? Mal schauen, was wir uns jetzt leisten können. Das war ja auch alles eher interessant. Genau. Flammenwerfer. Flammenwerfer hatten wir doch schon, oder? Das Scharfschützengewehr, das steht noch auf unserer To-Do-Liste. Derzeit Igel können wir uns leisten. Aber das konnten wir uns, glaube ich, auch schon vorher leisten. Was ist denn jetzt neu? Ich glaube, dieser Raketenwerfer. Ja.
wie nichts dabei, was ich unbedingt bräuchte. Kann ich denn irgendwas noch verbessern? Lichtschützenpaket. Ach, ich weiß nicht. Erstmal nicht. Wo holen wir uns in die nächste Mission? Ja. Denke mal, einfach wieder zurück in die Stadt. Vielleicht irgendwo noch was versteckt. Nichts, was mir angezeigt wird. So, einmal zur Stadt, bitte. Ja, ich weiß, das hätte man auch laufen können. Aber ich bin ein fauler Mensch. Also man nimmt mich linksrum oder rechtsrum schneller rein. So. Der Typ hätte den Mythos. Ja, erzähl ruhig weiter. Dann nicht. Ja, schade, dass ich bei der UFLL wieder keine Mission finde. Jetzt Malaria ist, glaube ich, auch nicht akut. Dann werde ich wohl wieder zur APR gehen müssen. Und ja, gebe natürlich gerne meine Waffen ab. Mach ruhig. Krokodil im Schlamm, zögert nicht, schlagt zu, sobald ihr den Feind seht. Beschützt euer Land. Diese APR-Schlangen sind ins Lake Road Reservat südlich des Flughafens eingedrungen. Sucht diese Schlangen, holt euch ihre Köpfe, zieht ihnen die Zähne, nehmt ihnen das Böse, was? Das ist gut. Es sind gefährliche Zeiten für die APR. Niemand ist mehr sicher, nicht einmal ich. So, so. Der Schalter höchstpersönlich. Reden wir über das Geschäft. Sie haben es im Radio gehört. Diese unerträglichen Lügen. Ich plane, Liberation Radio stillzulegen. Ein für alle Mal. Diese Ansager sind ziemlich gerissen. Sie senden nicht aus einem Gebäude. Sie haben einen Wohnwagen, eine mobile Sendestation. Aber wir wissen, wo sie heute sind. Sie verstecken sich in den Felsen über Veligul. Das Dorf ist verlassen. Es wird also keine Zeugen geben. Gute Position. Wenn ich eine ganze Einheit schicke, sehen Sie meine Männer kommen. Sie könnten entkommen oder sich verteidigen. Sie sind zwar nur ein einzelner Mann, aber sie haben die Überraschung auf ihrer Seite. Sie müssen nur den Generator in die Luft jagen. Ein Mann mit ihren Qualitäten sollte damit keine Probleme haben. So behandelt man okay. In meiner Position. Ah, was haben wir noch? Die Zahlung ist natürlich gesorgt. Zerstören des Generators legt ihr Sendegerät lahm. Nicht vergessen, sie müssen zum Dorf Veligul. Veligul. So. Passt hier auf, wir verlieren ungern einen guten Mann. Habe ich wahrscheinlich nicht meine Armbrust, die Munition dafür wieder aufgefrischt. Hier, Aki, muss mit Ihnen reden. Sie finden mich von
von der Post aus jenseits des Flusses im Unterschlupf. Ach, Haki. Aber nur, wenn es auch auf dem Weg liegt. Zumindest so ein bisschen. Ich kann ja mal gucken, wie mein Ruf im Moment aussieht. Rufstufe 3. Die Leute haben Angst. Gerüchte ranken sich um mich. Niemand kann glauben, dass ich nur ein einzelner Mann bin. Es ist Zeit, die Schreckensschraube noch ein bisschen anzuziehen. Ich frage mich, ob die Krankheitsstufe ansteigt, wenn man lange genug diese Mission dafür ignoriert. Also. Ach nee, der Neagin, das ist ja... Hast du gestern Pakistan, Indien gesehen? Ich hab eine Menge Kohle. Nee, das ist mir zu weit. Söldner könnte hier auftauchen und du redest so einen Scheiß. Tut mir leid, aber... Aber Munition wäre ganz cool. Schauen, ob ich mich hier so ein bisschen reinschleichen kann. Vielleicht sollte ich vorher nochmal speichern. Wahrscheinlich unter diesem anderen Symbol zu finden, weil es explodiert. Nee. Ja, schade. Munition würde ich schon etwas auffrischen wollen. Der nächste Waffenhändler. Ja gut, oder? Brauche ich eigentlich nur in den Unterschlupf zu kommen. Das heißt, ich riskiere es. Ich riskiere einfach, dass ich da hingehe und dass in der Nähe ein Unterschlupf ist, den ich dann befreien kann, damit ich Munition für meine Armbrust bekomme, mit der ich dann den entsprechenden Generator in die Luft sprengen kann. Ja, und Hakim geht dieses Mal leider leer aus, aber wir haben in letzter Zeit ja auch schon echt viel für ihn getan. Da kann er sich eigentlich nicht beschweren. Hier auch noch Munition in der Gegend. Vielleicht hier drin. Leider nicht für die Armbrust. So, genau. Südwesten. Oh, das ist aber... Sieht interessant aus. Mal schauen. Ja. Tatsache. Ich denke mal, dass wir auch nicht über den Berg kommen. Das sieht recht steil aus. Ja, wunderbar. Schnelles Gefährt gibt's auch. Und los geht's.
Oh, die Sonne geht auch bald unter. So, da vorne ist eine Struktur. Das bedeutet doch bestimmt, dass es da ein bisschen Stress gibt. Noch sehe ich nichts. Noch niemand zu sehen. Diamantenkoffer. Gestern habe ich einen Jungen am Straßenrand gesehen. Er war höchstens 17 oder 18. Er hatte eine Schrotflinte bei sich und neben ihm lag ein toter APR. Zerfetzt von mehreren Ladungen 12er Schrot aus nächster Nähe. Der Junge hielt den Typen am Bein fest und nahm ihm die Stiefel ab. Der Kleine sah müde aus, abgekämpft und erschöpft. Alt. In dem Alter sollte niemand so aussehen. Jetzt bin ich mir aber ziemlich sicher, dass das genau das gleiche ist, was wir beim letzten Mal gefunden haben. Also findet man die ganzen Tapes und es ist überall das gleiche drauf? Soll uns das irgendetwas sagen? Oh. Ach ja, geil. Ich habe vorhin noch gesagt, dass es mit Malaria im Moment ganz gut aussieht. Gucken, was ich denn hier immer noch Stufe 1. Okay, dann sollte ich vielleicht bei der nächsten Gelegenheit den Arzt aufsuchen bzw. Malaria-Tabletten eintauschen. Da ist noch ein Stückchen. Aber da vorne steht wieder was rum. Und im Zweifelsfall bedeutet das Stress. Stress oder Diamantenkoffer oder ein neues Tape, auf dem wieder das gleiche drauf ist, wie vorhin gehört. Na? Da. Sehr schön. Ne, komm schon. So, nur einer. Und der andere, da ist der andere. Noch einer? Sehr gut. So, dann kann ich auch mal bis zum nächsten Morgen schlafen.
6 Uhr. Na. Ja. So, habe ich denn hier jetzt Munition aufgenommen? Das ist ungünstig. Warum finde ich denn keine Munition? Wie die Armbrust. Blöd. Kann es eigentlich sein, dass man diese Unterschlupfverbesserung auch durch die Kameradenmission freischaltet? Ich glaube, da war beim letzten Mal was. Da vorne ist der Waffenhändler. Ja, fahre ich da mal vorbei. Bin ich wirklich, ob sich das lohnt? Schweres Kaliber, großes Kaliber. So viel dazu. Und weiter geht's. Ja, ehrlich. Lohnt sich also gar nicht, weil wir vorher erst noch durch diesen Außenposten durch müssen. Ganz wunderbar. Gehen wir subtil vor? Ich glaube nicht. Keiner zu Hause. Ein bisschen reinrollen und ans Geschütz. Rechts war doch mindestens noch einer. Warte, ich weiß, dass explodiert ist, sonst, ich kenne mein Glück. Liegt das in der Luft, wenn ich direkt davor stehe? Ja, sauber.
Vielleicht finde ich hier noch Pfeile. Na, das sieht schlecht aus. So, kleine Abkürzung. Aber eine Idee. Hatte ich den Kampftruck nicht schon mal verbessert? Ich habe den großen Truck verbessert. Das weiß ich. Aber der große Truck ist nicht der Kampftruck, den ich eigentlich verbessern wollte. Schade. So, Sprengstofftasche. Was davon? Wie würde man denn eine Tasche bezeichnen, in der man Sprengpfeile aufbewahrt? Ach, ich hab genug Diamanten. Dann kaufe ich einfach alles. Und dann brauche ich mir auch nicht mehr so viel Sorgen machen. Bei jeder Mission extra für die Armbrust nochmal. Ja, das kann ich auch draus machen. Extra für die Pfeile nochmal losrennen zu müssen. Was? Ach ja, klar. Ich habe hier nur das Upgrade gekauft. Aber nicht die Munition. Ja, dann ist es auf jeden Fall das, wo diese Sprengpfeile drin sind. Diesmal werde ich aber eine brandneue Armbrust aus der Kiste nehmen. Vielleicht auch eine neue M16 und eine neue MAC-10. Schadet ja nicht. Dann geht's auch schon zurück zur Mission. Na, siehst du mich? Wie direkt ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht Hakims Mission erfülle, aber ich kann sich echt nicht beschweren. Oh, natürlich sind die schon wieder alle respawned. Kacke. Spaß. Und ist doch noch mindestens einer, ja. Toll. Auto kaputt gemacht. Ja, es sticht doch. Ey, jetzt habe ich es gerade repariert. Okay, scheint. Ja, natürlich. Malaria. Ich weiß.
So, erstmal hier die Lage checken. Das ist natürlich ganz hinten. Okay, dann wollen wir mal. Dann habe ich trotzdem nur noch 4. Okay, dann war es halt keiner der entsprechenden Gurte. Gut zu wissen. Beim nächsten Mal schauen, was denn dann noch fehlt. Ist der Eingang von einem Sniper bewacht? Da ist das Dörfchen. Ach nee, da muss ich ja gar nicht hin. Das ist quasi die andere Zufahrt. Also hier rechts am Dorf vorbei. Könnte knapp werden. Vielleicht hätte ich mir etwas näher ein Fluchtfahrzeug hinstellen sollen. Sieht ja interessant aus hier. Eine kleine Festung. Da speichere ich doch nochmal lieber ab. Prädestiniert, um mal ein bisschen Feuerwerk zu machen. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch ohne. Schande. Gar nicht so viel Deckung. Da hinten. Muss hier irgendwie lang. Nein, du siehst mich nicht. Guck doch einfach mal in die andere Richtung. Andersrum wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen. Da ist ein potenzielles Fluchtfahrzeug, aber wenn ich da jetzt reinsteige, dann hört das natürlich jeder. Also versuche ich. Fuck! Das hat ja richtig gut funktioniert. Warum hat der mich denn von da gesehen? Okay. Gucken. Die aufmerksam geworden? Ja, vielleicht lassen die mich auch wieder in Ruhe. Nicht so aus, oder?
Ich kann mich nicht bewegen. Das war der Plan. Ja, schade. Ich denke mal, die Lage hier ist zumindest ganz gut, um die alle zu schießen, während sie auf mich zukommen. Alle schlecht flankiert werden. Na komm. Aber da rennt einer. Oder? Auf die Distanz noch ein bisschen Munitionsverschwendung. Oh Gott. Scheiße, der Passer hat mich erwischt. Ich bleib dann doch bei der Armbrust. Ja, du, wenn du nicht rauskommen willst, deine eigene Schultern. Okay, da oben ist wieder irgendeine Struktur zu sehen auf der Karte. Das heißt, wahrscheinlich sind da dann auch wieder Wachen postiert. Nicht? Achso, das ist die. Dann nehmen sie das auf. Ach cool. Weiß nicht, bringt das was? Kommen die hier angefahren? Mich hier dann jetzt wieder weg. Vielleicht geht es hier noch irgendwo weiter. Ja, ich weiß. Wertstufe 2, ja. Das sollte ich echt als nächstes angehen. Denke mal, ich werde auch von dieser Seite nicht über den Berg drüber kommen.
Naja, dann wieder zurück. Bei 69 Cent sind wir schon. Hey. Und durch die Mitte. Oh. Das ist ein Diamant. Ach, scheiße, hab ich. Ah. Die Mac 10 eingetauscht. Das ist natürlich nicht so geil. Was bist du denn? Okay, neben dem Fass zu stehen ist vielleicht nicht so geil. Ja, das kann böse werden. Na, fuck, 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 fuck. Ja. Gucken, ob uns jemand retten kommt. Beweg deine Füße, du Scheißanfänger. Hat sich also doch gelohnt, die Unterkunft, den Unterschlupf zu befreien. Dann räuchern wir das hier mal aus. Also im übertragenen Sinne. Wenn ich schon mal hier bin und Unterstützung habe, kann ich ja auch den Diamanten suchen. Ja, okay, vielleicht sorge ich erst dafür, dass niemand mehr auf mich schießt. Denn? Wo da, ne? Ach, das ist mein Kumpel.
immer noch welche unterwegs. So, dann geht es nach Hause. Ey! Also cool. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Ey! Jo. Ist noch eine andere Möglichkeit, mir mal Wehrtabletten zu holen. Dann muss ich in die Stadt. Mich verbraucht der auch wirklich Benzin? Also bewegt sich die Nadel da unten rechts am Armaturenbrett? Natürlich auch geil, wenn Benzin dann irgendwann alle ist. Müsste man vielleicht mal ausprobieren, wie lange man so ein Fahrzeug fahren kann. So, in die Mitte zur Stadt. Jawohl. Und natürlich fahren wir wieder in die Stadt. Wofür hat man das Auto denn? Nichts gemacht, ja? Der Doktor. So, mal gucken, was bei meiner Krankheitsstufe steht. Diese Malaria ist schlimmer als jede Grippe, die ich jemals hatte. Ich habe Gelenkschmerzen und Schüttelfrost. Ja, dagegen sollten wir doch etwas unternehmen. Der Mann ist krank und braucht Medikamente. Sie haben Glück, dass ich einen Eid geleistet habe. Nördlich von Porcelao gibt es einen kleinen Laden, am Dugon-Delta. Er ist auf Ihrer Karte verzeichnet. Bei einer wie Sie schafft es dort nie durch die Vordertür, außer Sie haben die hier dabei. Geben Sie ihm die Pässe, dann weiß er, dass Sie von mir kommen. Und Sie kriegen Ihre Medizin. Alles klar. Ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und ich verabschiede mich für diese Woche. Und wir sehen uns dann, wenn es weitergeht. Bis dahin, macht's gut. Ciao.